It's the kind of beat that go. Hey Leute, hier ist euer Negativ Chief mit einem neuen Video am Start. Und zwar für den Montag, den 3.2. Wieso erwähne ich jetzt Datum? Keine Ahnung. Hier seht ihr 5-7 auf Gold. Damit wird aber das Gameplay nicht erspielt, weil irgendwie normalerweise reise ich mit der 5-7 Orbis Schwarms oder so. Aber nein, diesmal nicht. Ja, der Grund ist einfach das. Das, genau. Der Grund ist einfach, dass ich, dass meistens Host Migrations sind und wenn ich dann welche speichern möchte, dann muss ich irgendwie 5 Clips speichern, darauf habe ich keine Lust. Ja, guck mal, das ist gut. Also, hier wird auch natürlich alles erreicht, aber nicht mit der Elsat, sondern mit der Skaha. Es wird ein 49:10. Und ja, ich würde euch jetzt mal gerne etwas dazu erzählen. Zum Mr. Red Tiger 95. Also The Red Tiger 95, nicht Mr. Red Tiger 95, nein. Und zwar, der hat mir ein Angebot gemacht, jo, hör mal, hast du nicht Lust, bei einem Projekt mitzumachen? Ich sag, jo, hör mal, hab ich. Und dann sagt er so, ja, okay, dann machen wir das mal, ne? Und zwar dieses Projekt ist, ich trete mit, besser gesagt gegen, ich weiß nicht, 15 oder 20 andere YouTuber an, darunter auch der Mr. Protwix, den ich als großen Rivalen ansehe, weil ich meine, ihr kennt Mr. Protwix, wenn ihr den schon kennt, dann kennt ihr ihn halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, tut mir leid, mein Mund ist gerade ein bisschen trocken. Ja, ich sehe ihn als großen Konkurrent. Also es ist jetzt wieder aufgeteilt zwischen Konsoleros und PC-Gamern. Also das wären dann halt einmal die Konsolen-Freaks und dann einmal die PC-Freaks, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall. Trete ich da gegen den Mr. Protix an, wir werden wahrscheinlich ein Gameplay-Kommentar machen oder ein Let's Play, mal gucken. Let's Play wird bei mir schwierig, weil ich ja nicht live aufnehmen kann. Ist ja schade, aber kann man nichts machen. Ja, er hat mich halt angeschrieben, drum gebeten. Ja, das war es eigentlich auch schon zum Projekt X. Also, was dann einfach nur dabei rauskäme, wäre, ich mache dann zusammen mit ihm auf seinem Kanal Videos. Mein Kanal wird natürlich noch bestehen. Und hier, die Enter ist irgendwie eine geile Waffe. Und ich mag es zu Jumpshotten mit dem Ding. Weil die so überhaupt nicht verzieht mit Zähigkeit. Und dann drum, 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 drum. Weißt du Bescheid, ne? Ja, mit dabei sind auch 2 Frauen, soweit ich weiß. Wenn es mehr sind, keine Ahnung, tut mir leid. Auf jeden Fall einmal Cherryberry LP. Ich weiß es nicht, tut mir leid. Ich weiß nicht, auf jeden Fall Cherryberry Games oder so, oder Cherry Games, ich weiß es nicht genau. Und einmal die Ronnie Rocks. Ja, Ronnie Rocks mit 2 i. Ja, die sind dabei. 2 Frauen, also ich meine, die eine, die Cherry Games oder so. Ich meine, ich finde die eigentlich ganz lustig. Nur die redet halt so viel wie ich und ohne Punkt und Komma in Let's Plays. Hab gerade auch schon mit dem Mr. Protwix mal geredet und das Geilste war, der hat eine Moab versucht und der hat halt auch die Moab geschafft, glaube ich. Und ja, dann sagt er so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, die redet so viel. Nein, also ich finde die eigentlich ganz sympathisch. Nur die Stimme ist ein bisschen komisch, ist bestimmt gewöhnungsbedürftig. Ja, hier erreiche ich mich jetzt mit der Waffe, erreiche ich Geschütz und Blitzschlag für nächste Runde direkt. Die MK48 ist eigentlich schon eine geile Waffe. Nur da bist du so relativ da bist du nicht ganz so mobil wie mit einer MP oder mit einem Sturmgewehr. Finde ich natürlich schade, aber man kann halt nichts machen. Ich habe euch ja leider die Spannung schon genommen, dass ich den Blitzschlag und das andere erreiche. Ja, also ich bin da Level, keine Ahnung, 22 oder so. Hier einen schönen Headshot hingelegt. Nein, kein Headshot? LOL. Ach, keine Ahnung, Black Ops 2 Headshots ist immer so ein bisschen komisch. Bin auch gerade dabei, die
wie heißt er? Die. Ah, hier gleich schön Jumpshot. Erstmal hier Campshot und dann hier. Okay, doch kein Jumpshot. Ich dachte, wäre ein Jumpshot. Ja. Ich habe eine Farm verloren. Naja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Gameplay. Ach, nicht auf das Gameplay. Auf das Gameplay. Weiß ich ja, wie das ausgeht. Level 20, soweit ich es gesehen habe. Oder 23. Keine Ahnung, kann sein 20. Ich habe es jetzt nicht richtig gesehen. Ja, ich werde auf jeden Fall alle YouTuber, die da mit dabei sind, in der Beschreibung verlinken. Also die bis jetzt, aber ich weiß ja nicht, also es wird ja morgen ankommen. Also es wird geplant ankommen. Das heißt, ich uploade es heute und morgen wird es dann von YouTube freigeschaltet. Vorher wird es als privat sein und die Aufrufe, die als privat waren, die gelten da natürlich nicht mehr. Ich finde das eine geile Funktion. Wenn ihr Videos hochlädt, dann macht das doch auch. Macht es doch einfach, ja? Ah, rede nicht mach. Rede nicht mach, ich weiß, tut mir leid. Ja, ich bin gerade hier voller Hoffnung, dass mein Programm jetzt nicht abschaltet. Weil die HDPVS eine gute Aufnahme, Quali und all so ein Scheiß. Aber, ah, da ist schon die Skaha ausgewirkt. Auf jeden Fall, aber die, naja, was kann man dazu sagen? Das Programm dazu, das ist einfach scheiße. Das ist so scheiße. Glaubt ihr gar nicht, wie scheiße das ist. Bam. Da hatte ich eigentlich Glück, dass der mich selbst nicht erwischt, aber ich meine, ich habe meistens mehr Glück als Verstand. Also. Ah, ich wollte. Ja, ich dachte schon, da steht Eingang. Weil ich nehme ja auf mit dem, also ich glaube ja, das ist eigentlich eine ganz schön gute Quali, mit der ich aufnehme. Und zwar, ich nehme mit dem Triton AX180 auf, genauso wie der Mr. Protrix. Ich habe ihn ja auch dazu geraten. Genauso wie ich den Red Tiger auf ihn aufmerksam gemacht habe. War vielleicht nicht die beste Idee. Weil im Let's Play, das ist mir klar überlegen, weil im Let's Play, da kann ich wenig zu erzählen. Da muss ich auch Bock zu haben und beim Let's Play muss das ja immer kommen und dann. Ja, ich mache das jetzt am Sonntag. Manchmal habe ich halt so viel Bock, dass ich direkt am Mittwoch oder am Dienstag das mache. Dead Aim! Manchmal habe ich ja so viel Bock, dass ich das direkt am Dienstag mache oder so. Oder am Montag direkt. Mal gucken, vielleicht kommen wir mal mehrere Videos pro Woche. Hier der Lowstar schon erreicht. Ich gebe euch mal einen Tipp zum Lowstar. Auf so einer Map ist der perfekt. Wenn ihr nicht so Gegner habt, die so scheiße stehen. Oh, tut mir leid, ich habe gerade ins Mikro geatmet. Das wollte ich natürlich nicht. Und beim Lowstar müsstet ihr eigentlich einfach die ganze Zeit nur schießen gedrückt halten, weil der ist so eine. Tut mir leid, dass ich jetzt ernsthaft Adotrix. Okay, nein. Sagen wir einfach Reaper auf Koks. Der sagt ja Reaper mit Tittenbonus. Diesmal habe ich ja an den jemand anderes zitiert, aber der ist noch nicht mal auf YouTube. Auf jeden Fall ist so eine Reaper auf Koks und wenn du die. Da kannst du halt die ganze Zeit Dauerfeuer machen und. Ja. Boah, mein Mund ist so trocken, warum? Hey, ich habe Iron hier stehen. Cool. Ja, meine Mama hat mir ein paar Döschen Iron geholt. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ich mag Iron. Iron ist so sexy. So wie Aisha. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Laptop! Nein. Ich dachte schon, der geht weiter. Boah, das war ein Pimmel mit der B-73R. Sonst war eigentlich ganz gutes Movement hier bis jetzt im Gameplay vertreten. Ja, vielleicht wollt ihr auch mal so richtige Highscore-Gameplays sehen von mir. Nur dann müsste ich die alle zusammenschneiden. Vielleicht bringe ich hier eins als 60 oder 100 Abonnenten. Nein, für 60 Abonnenten-Special habe ich mir schon ein Video einfallen lassen. Und das wird auf jeden Fall geil. Ich kann euch sagen, das wird ein Real-Life-Video. Nein, das wird jetzt nicht irgendwie sowas wie ApoRed gemacht hat mit dem. Das wäre ein cooler Kill gewesen, aber auf jeden Fall. Mit dem Chatroulette oder so. Nein. Das wird was anderes. Aber auch was ApoRed gemacht hat. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, ApoRed, ne? Ah, ich mag ihn. Der ist cool. Schöne Grüße an dich, ne? Du siehst zwar dieses Video nicht, aber. Naja, okay. Hier endet dieses Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schaut bei den anderen YouTubern vorbei. Tschüss!